Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die Glossy Box in der Januar-Edition eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mal mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint. Die kostet ab 12,50 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante man so wählt. Und sie enthält mindestens 5 Beauty-Produkte. Also das kann sowohl Pflege sein, als auch dekorative Kosmetik. Ich persönlich bin immer ziemlich scharf auf dekorative Kosmetik, aber jetzt sind wir im Januar. Im Januar haben wir immer relativ wenig dekorative Kosmetik in den Boxen drin. Aber wir gucken einfach mal, was wir hier drin finden werden. Ich bekomme immer eine Box tatsächlich in der Kooperation zur Verfügung gestellt und kann die dann auch verlosen. Die andere Box habe ich, das ist dann wahrscheinlich auch die hier, die ich im regulären Abo habe. Und die Box, die ich verlose, kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Glossy Box. Das ist jetzt das klassische Design von der Box. Also wir haben immer das gleiche Format, aber ab und an ändert sich auch mal so dieses, ne? Die Box an sich ist dann auch mal etwas anders bedruckt, aber das ist nicht so häufig. Wenn wir den Deckel entfernen, sieht das Ganze so aus. Und die Glossy Box ist eine Box, die ursprünglich aus England kommt, aber sie wird in Deutschland verschickt. Also da müssen wir uns keine Gedanken über Zoll oder so machen. Und hier haben wir dann, dann auch das Innenleben von der Box. Und da sehen wir direkt hier den Flyer drin. Dieses Mal ist aber sind die Produkte hier nicht aufgeführt. Das heißt, ich werde gleich hier mal den QR-Code scannen, um zu schauen, was da hinter den Produkten vielleicht steckt. Aber wir haben hier das Motto auf jeden Fall aufgeführt. Und ich würde sagen, wir lesen uns das zuallererst mal durch, was die Glossy Packer sich beim Boxenpacken gedacht haben. Das fand ich nämlich immer ganz interessant. Happy New Year, liebe Glossy. Wir hoffen, du bist gut in das neue Jahr gestartet und freuen uns, dass du auch in 2022 an unserer Seite bist. Voller Begeisterung wagen wir zum Start ins neue Jahr einen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und möchten unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Merkt man auch anhand des Papiers, weil das ist nicht so beschichtet oder so. Und das hat die Lookfantastic Beauty Box tatsächlich auch so gemacht. Die sind nämlich Schwestern, die beiden Boxen. Darum findest du ab sofort einen Flyer aus recyceltem Papier anstelle eines Magazins in jeder Box. Darauf ist ein QR-Code abgebildet. Scanne diesen mit deinem Smartphone und du gelangst zu unserem Online-Magazin, das wir für euch nach wie vor mit viel Liebe zum Detail und allen nötigen Infos aufbereiten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Schmökern und Entdecken und Ausprobieren. Dein Glossybox-Team. Und dann ist hier, wie gesagt, dieser QR-Code. Und dann scanne ich das mal. Das heißt, einfach mit der Handykamera kann man das ja machen, ne? Und dann geht man da drüber. Und sobald die Kamera das bei mir erfasst hat, kann ich einfach auf so ein Feld klicken, was sich da automatisch öffnet. Und dann schaue ich mal, was sich da jetzt drin verbirgt. Okay, hier habe ich auf jeden Fall, sieht man nicht so gut, ne? Da steht Mindful Mornings, also im Prinzip das gleiche, was hier auch drauf steht. Und da haben wir tatsächlich hier auch das Online-Magazin abgebildet. Ein neues Lebensgefühl aus der Redaktion, okay. Herzlich willkommen im neuen aufregenden Jahr, Glossy. Mit jedem neuen Jahr in deinem Leben beginnt auch ein frischer Lebensabschnitt, der neue Motivation, Ideen sowie Vorhaben mit sich bringt. Toll, dass Glossy Box dich dabei begleiten darf. Übrigens haben wir passend dazu auch einen Neuanfang gewagt und präsentieren dir ab sofort unser digitales Glossy-Magazin. Wir möchten unseren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten und freuen uns darauf, dich auf diesem Wege mit noch mehr tollen Glossy-Themen, Beauty-News und Stories rund um deine Glossy-Box zu versorgen. Die Kosmetik- und Pflege-Must-Haves bleiben dir aber in gewohnter Weise erhalten. Schnapp dir also deine Mindful Mornings Edition und lass dir damit den kalten Januar versüßen. Jo, das ist cool. Du kannst hier sogar Videos abspielen. Du kannst direkt auch auf irgendwas draufklicken, um es dann auch zu shoppen. Das finde ich auch ziemlich cool gemacht. Finde ich echt schön. Meine Herren, also die haben mir ganz schön viel geschrieben. Es tut mir leid, ich habe hier auch Timestamps. Falls ich jetzt zu viel von der ganzen Geschichte vorlese, könnt ihr gerne weiterhüpfen. Mich interessiert das jetzt aber gerade wirklich. Denn ich habe jetzt ein bisschen drin rumgeblättert und habe hier schon wieder so ein kleines Intro, also für einen noch schöneren Start in den Tag. Hier wird, glaube ich, jetzt wirklich mal auf das Motto eingegangen. Was hast du zuletzt zum ersten Mal in deinem Leben getan? Wow, das ist eine ganz gute Frage. Müsste ich jetzt ernsthaft drüber nachdenken, ne? Das wüsste ich gerade echt nicht. Nö.
letzte Woche Donnerstag das erste Mal in einem unrenovierten Raum. Nein, ein Homeworkout ist tatsächlich das erste Mal tatsächlich richtig so mit meinen Freundinnen und so letzte Woche Donnerstag gewesen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wann du was zuletzt und was es vielleicht auch war, das erste Mal in deinem Leben gemacht hast. witzig, diese Frage, ne? An diese Momente erinnert man sich meist nicht. Stimmt. Wie wäre es also, wenn du dieses erste Unboxing im neuen Jahr richtig zelebrierst? Mach es dir gemütlich in deinem Bett oder auf der Couch, zünde Kerzen an, spiel deine Lieblingsmusik und lass dich auf das Abenteuer Glossybox ein. Denn du weißt ja, jeder Tag kann ein Neuanfang sein und gerade die frühen Stunden am Morgen sind perfekt, um seine Gedanken zu ordnen, sich etwas Me-Time zu gönnen und sich so auf den bevorstehenden Tag einzustimmen. Also bei mir morgens ist es eher so, ein Zombie erwacht und versucht irgendwie ins Leben zurückzukehren. Aber gut. Ob ein gemütlicher Kaffee im Bett, eine Yoga-Einheit, eine erquickende Dusche oder ein weckender Spaziergang am Morgen, egal was es für dich bedeutet, achtsam in den Tag zu starten, integriere diese kleine Genugtuung in deine tägliche Routine und sieh zu, wie sie dein Leben zum Positiven verändert. Ich finde das ziemlich witzig, denn also morgens, man braucht mich auch nicht ansprechen und so, ne? In der Box warten liebevoll zusammengestellte Beauty-Entdeckungen auf dich. Jo, und dann kannst du hier noch in den Blog reinkommen und hier sind dann jetzt Produkte aufgeführt und da stehen auch die Preise drauf und man kann sie auch direkt nachshoppen. Das macht es für mich persönlich einfacher tatsächlich, weil ich so auch euch die Produkte schneller verlinken kann. Hier sind auch noch ab und an mal weiter so Informationen oder halt so größere Bilder mit dabei. Ja, ich hätte eine Bildschirmaufnahme starten können und die einblenden. Habe ich vergessen, schade Schokolade. Start your day right, also dass man hier so Tipps bekommt. Power-Posen, ja, Kamelpose, Bergstellung, ach je, das ist so ein bisschen Yoga. Skincare-Trends 2022 und dann natürlich noch die Info Timeless Treats, what's up next? Also quasi, was wir im Februar, echt? Ich glaube schon, ne? Klassische Schönheit ist immer ein en vogue. Mit dieser besonderen Box im eleganten Special Design zelebrieren wir Beauty- und Pflegeklassiker sowie alle Must-Haves, die jede Frau zu einer Timeless Beauty machen. Lass dich von der Schönheit klassischer Ikonen dieser Welt inspirieren und lerne mit uns gemeinsam, deine Vorzüge zu unterstreichen. Vielleicht ist sogar die eine oder andere Idee für dein Date-Night-Make-up dabei. Schließlich sind wir mitten im Liebesmonat. Sei du selbst und erfinde dich trotzdem neu. Dank beliebter Produkt-Essentials im perfekten Mix mit angesagten Looks dieser Zeit. Jo, also haben wir dann nächsten Monat eine Special Edition, entweder die schwarze Edition oder die weiße Edition. Da ist aber kein Produkt gespoilert. Manchmal wird da, wobei nee, bei der Glossy Box nicht, bei der Look Fantastic Box wird gespoilert. Wir haben hier auch unterschiedliche Produkte drin, denn normalerweise erhält man halt 5 Beauty-Produkte in der Box. Und die anderen Produkte, die aufgeführt sind, sind Alternativprodukte, ne? Also nicht jeder bekommt das Gleiche in der Box. Aber ist es so, dass immer so 1-2 Produkte identisch sind. Also die ersten 1-2 Sachen, die hier mit drin sind, die werden auch alle mit in der Box drin enthalten haben. Okay, ja, Laberababa. Wir gucken jetzt einfach mal schon mal, ne, in die Box hinein und jo, ich denke, wie gesagt, nicht wirklich dekorative Kosmetik, kein Duft, okay. Dann mache ich mal das Seidenschleifchen auf und auch den Klebi. Na komm, ja, ich mag es nicht, wenn das zerreißt, weil ich verwende das halt immer weiter, ne. Oh, ja, ich sehe halt ausschließlich Pflege hier drin, aber das ist ja auch nicht verkehrt, ne. So, und dann nehme ich direkt das erste Produkt raus und ich glaube, das war hier auch direkt auf der ersten Seite, also das Produkt, was alle drin haben werden. Das ist ohne Batterien, ist von Spa2U, kann ich ja mal auspacken. Ich werde es aber nicht behalten, weil ich habe den PMD Rose Quartz Roller, der auch so eine ähnliche Gummigeschichte hat wie dieses Ding hier, ne? Aber das ist jetzt wirklich zur manuellen Anwendung, das kann man zum Abschminken verwenden, das kannst du zum Einarbeiten von klärenden Masken oder so verwenden. Auch diese Seite, die übrigens extrem weich sich anfühlt, also auch sehr, sehr schön, da ist jetzt eine Folie auch noch hier außen drum rum, ne? Ist auch so eine schöne Reinigungsbürste. Man kann damit aber natürlich auch Serum einarbeiten, also gerade mit dieser Seite, ne? Je nachdem, aber ich glaube, hauptsächlich ist es tatsächlich so gedacht, dass man das als Reinigungsbürste verwendet und das passt auf jeden Fall zum Motto, ne? Also die Seite gefällt mir richtig gut, eben wegen dieser, ne? Ist irgendwie schön. Na, ich weiß nicht. Also,
Nein, ich werde es nicht behalten. Ich habe den PMD Rose Quartz Roller. Den habe ich vor Ewigkeit mal in der Kooperation zugeschickt bekommen und den verwende ich halt super gerne. Aber ich finde dieses Teil auch sehr, sehr cool. Also da kann man sich nicht beschweren, ne? Ich finde es cool. Sieht man das? Ja, cool. Dann habe ich hier was von Icona drin. Icona Milano. Mhm. Ray of Light Illuminating Concealer. Wir haben hier doch dekorative Kosmetik drin. Habe ich in der Farbe 02. Mhm. 10 Milliliter sind hier drin. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob das meine Farbe ist. Weil sowas kommt dann natürlich in mein Fullface Beauty Box mit rein. Denn auch dieses Jahr verwende ich die Produkte, die ich in Beauty Boxen drin hatte, um sie in einem Fullface mit euch zusammen zu testen und um zu schauen, ob die Produkte was taugen und wie sie so zusammen funktionieren, ne? Concealer, ey, das ist ganz, ganz schwierig, meiner Meinung nach, ne? Weil du weißt ja nicht, welche Hautfarbe hat die Person, die halt die Box auspackt. Könnte ein bisschen dunkel sein. Ein bisschen. Ziemlich. Eieiei. Wobei der sehr leicht ist. Na, das könnte dann doch noch was werden. Man sieht ihn ein bisschen schon auf meinem Handrücken, ne? Also wie gesagt, der kommt als Fullface Beauty Boxen. Ist super leicht. Super leicht. Also auch sehr, sehr gelig von der Konsistenz. Die halt so direkt flüssig wird, wenn die auf die Haut kommt. Und mit der Haut verschmilzt. Also es fühlt sich nicht so an, als hätte ich hier irgendwas drauf. Ne? Also als hätte ich mir gerade eine ganz dünne Schicht Creme auch gegeben. Riecht auch nach Creme. Das finde ich ehrlich gesagt cool. Auch wenn es schwierig ist. Es ist echt schwierig. Ein Concealer in der Beautybox. Aber gut, das ist nicht das erste Mal, ne? Nee, ich hatte schon mal einen anderen Concealer auch. War das auch bei der Glossybox? Weiß ich nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall nett, muss ich sagen. Dann habe ich was für die Haare hier mit dabei. Pure 97, 7-in-1 Pflegespray für geschädigtes Haar. Lavendel und Pinienbalsam. Richtig geiler Duft. Sowas mag ich gerne. Ohne Silikone und Farbstoffe. 97% natürliche Inhaltsstoffe. Das ist tierversuchsfrei und vegan. Anti-Spliss, Hitzeschutz, Pflege, erleichterte Kennbarkeit und so weiter. Das finde ich toll. Also ich mag das nicht so gerne, wenn sowas als Pumper ist, ne? Das hat Pure 97 auch, aber das hier ist ein Sprayer und sowas verwende ich extrem gerne, nachdem ich meine Haare gewaschen habe und wenn die halt noch so nass sind, ne, dann gebe ich mir das so in die Längen halt rein, also Haare über Kopf und dann rein damit, einmal kurz durchkneten und dann föhne ich mir die Haare und das ist dafür echt gut. Oh, dieser Duft hört sich schon mal richtig gut an, so waldig, aber gleichzeitig Lavendel, ne? Das finde ich schön, doch, also bislang coole Produkte. Dann mache ich jetzt hier mal weiter. Das hier ist von Mudmaski, Melting Matte Cleansing Mask. Die habe ich letztens erst aufgebraucht. Ein ganz, ganz tolles Produkt, was man halt so morgens verwenden kann. Passt auf jeden Fall. Mega, mega, mega. Und das ist ziemlich teuer, Leute. Wow. Freue ich mich. 75 Milliliter. Matte Cleansing, also das ist wirklich eine milde Reinigung, porenreinigend, balanciert die Hautgeschichte aus, gibt Energie und ist halt feuchtigkeitsspendend. Und du machst halt wirklich nur, dass du dir die Hände eben wäschst und dann kannst du dir die Maske aufs Gesicht geben, dir dann die Zähne putzen und dann dein Gesicht halt damit abwaschen. Also ich finde die klasse. Ich finde das toll, dass ich davon jetzt hier auch ein Backup habe, weil ich finde die gut. Also bislang echt eine gelungene Box, weil 12,50 Euro, ne? Dann habe ich hier Steam drin. Mm. Nee, Steamy. Okay, Jasmine Scented, also mit Jasminduft, voll mein Ding. Self-Warming Steam Eye Mask. Ja, das ist so ein Vieh, was man sich auf die Augen drauf gibt, wenn man halt noch so richtig müde Augen hat. Ich persönlich, ich hatte sowas auch schon mal, aber wenn ich mir sowas auf die Augen lege und sich das halt wirklich auch erwärmt, dann penne ich ein. Das ist für mich kein Wachmacher, sondern das bringt mich eher dazu, nochmal runterzukommen. Und da ich ja wirklich ein Morgenmuffel bin, ist das für mich nicht so sinnvoll. Aber es ist cool. Es ist wirklich cool für am Wochenende oder so, ne? Und wenn du dann vielleicht eine lange Nacht hattest und vielleicht vorher irgendwie, ja, in der aktuellen Zeit nicht unbedingt, aber wenn man feiern war, kann man sich sowas dann auf die Augen drauf machen, damit du halt wirklich diese Blutzirkulation in den Augengeschichten wieder anregst und alles wieder halt so ein bisschen aufgeplammt wird und durchblutet wird und wie auch immer, ne? Also an und für sich eine gute Geschichte. Für mich kein Wachmacher, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Also wir hätten jetzt theoretisch schon 5 Produkte, aber ich habe hier noch eins drin. Das haben wir in letzter Zeit öfters mal in der Glossybox drin und ich glaube, dass Shams jetzt irgendwie gefühlt fast jeden Monat so ein Goodie mit beilegt. Denn hier habe ich so ein Doppelsachet von einer Shams hydratisierenden Maske und Hydroboost, tiefenwirksame Hydration, neue Elastizität und ja. Hört sich auf jeden Fall gut an. Kann ich mir gut vorstellen, so im Sommer zu verwenden und das vorher halt im Kühlschrank aufzubewahren, weil wir ja auch Quark drin haben.
Und wenn man so ein Sonnenbad hatte oder so und wieder Feuchtigkeit in die Haut bekommen möchte, kommt das ganz gut. Jetzt im Winter, naja, kann man machen, ist aber auch eine sehr erfrischende Geschichte, also dementsprechend auch passend fürs Motto. Ich lege meine Hand aber nicht dafür ins Feuer, dass jeder die gleiche Variante hat von dieser Maske, ne? Aber die Schelmsmasken mag ich. Ja, finde ich cool, ne? Also wir haben hier coole Produkte drin. Man sieht sie jetzt gar nicht mehr so, ne? Aber es sind tolle Produkte. Dass wir sogar ein dekoratives Kosmetikprodukt drin haben, feiere ich wirklich sehr. Weil das halt auch dieses leichtes Wachmachen, leicht so ein bisschen kaschieren hat. Das finde ich irgendwie von der Idee her ganz gelungen. Und mir hat die Box auch gefallen. Also für mich ist es eine gelungene Box, ein gelungener Start in das neue Jahr. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten auch in die Kommentare rein. Ja, doch, ne? Startet ganz fein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty- und Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.